You brought this on yourself. Do it. Wait! No! No! Oh my God. They really shot him. Oh, God damn it. Now, David, it's your turn. Scheiße. I can't believe this. This isn't how we do things. This is madness. Stop her, Clint. Is this the process you trusted? No. Think about this, Javi. You know what's gonna happen here. You ready for that? We don't murder in Richmond. We exile. That's how we've always done things. How about you take David and the rest of your people and just get the hell out? Go far away from Richmond, and then whatever you do is up to you. I'm sure the herd outside would like that. She thinks she's sending us out there to die. She's counting on it. Everybody put your guns away. We're gonna handle this peacefully. Don't listen to them, Javi. They're fucking butchers, all of them. Shoot that bitch. Take her out. She deserves it. Oh God, Leute. If you don't do it, I fucking will. Ich weiß nicht, was ich machen soll. I'll tear her apart. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Scheiße. Eigentlich will ich sie erschießen, aber ich weiß nicht, ob das... Boah. Go to hell, Joan. Was ist hier los? Jetzt erschießt jeder jeden oder was? Alter Schwede. Son of a bitch! Get back here! Gabe, I need you to cover me. We gotta make things right. Okay. Dad needs us. We gotta get out there. Yeah. He needs you, not me. Go on. Ah, dann geht er alleine. Nein, das wollte ich auch nicht. Oh, dieses Spiel. Da! Clementine! Nö, nö, nö! Ja, schnell! Schnell, mein Freund! Ah! Oh, das ist ein großer Mist hier gerade alles. Wer bist du? Ah! Hätte ich sie erschießen. Warum musste ich sie erschießen, ey? Stellen Sie das immer alles so einfach vor.
Okay, Kate ist auch hinüber. Oh God. Javi, you've got to get over there before. Okay. Kate! Nicht, dass ich sie besonders mochte, aber hey, das ist jetzt und das ist irgendwie auch kacke. Oh Gott. Ich sag doch, das ist wie in der Serie. Totales Armageddon, ey. Dreck. Das ist echt Dreck. Und jetzt ist die Episode vorbei. Wetten? Alter. Oh, das war hart. Das war echt, echt, echt hart. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Mal ohne Witz, ich will das jetzt gerade echt nochmal spielen, weil ich so viel Blödsinn gebaut habe, aber wenn du dazu gezwungen bist, in so kurzer Zeit eine Entscheidung zu treffen und dann macht man das meiste halt irgendwie aus dem Bauch heraus und das war halt zu 90% das, was ich wahrscheinlich in der Situation auch getan hätte, ich weiß es nicht, aber Alter. Ach. Ja, das haben irgendwie alle. Wie hast du auf Dr. Lingards Anfrage reagiert? 44,2% der Spieler wollten Lingard nicht töten. 54% haben ihn getötet, okay. Okay, ich bin in der Unterzahl. Alle stehen auf Kate, ich jetzt nicht so. Ist in Ordnung. Wen hast du bei der Hinrichtung zu retten versucht? Oh Mann, das kotzt mich richtig an. Das ist richtig scheiße. Ich mochte Trip, auch wenn er sauer auf mich war, aber ich... Mann, das nervt mich richtig. Die Frage ist, ob ich ihn überhaupt retten kann. Weil wenn ich jetzt die andere genommen hätte, dann hätte sie bestimmt trotzdem Trip erschossen. Einfach aus Prinzip. Ja, das Problem ist, ich kann da gar nichts gegen machen. Also ich suche mir immer so meine... Also ich habe ja gesagt, bei der Staffel jetzt ist es gar nicht so krass, dass ich halt so eine mega Bindung zu den Charakteren aufbaue. Das war in den Staffeln davor war es schlimmer. Weil es halt auch einfach immer die gleichen waren im Endeffekt. Aber ich mochte Trip. Und ich wollte nicht, dass der so stirbt. Was? Wie viele einfach nicht auf sie geschossen haben. Boah. Boah, ich bin platt jetzt. Ei, ei, ei. Ich würde einfach mal sagen, die fünfte Folge heben wir uns dann für den nächsten Stream auf. Und dann lege ich mir dann Taschentücher zurecht und irgendwie so ein Ball zum Kneten zur Entspannung, damit ich mich nicht zu sehr aufrege. Weil das packe ich definitiv nicht. Ich muss morgen arbeiten. Es ist schon spät genug. Auf jeden Fall, danke ich euch fürs Mitfiebern und fürs Zuschauen. Ich spiele das auf jeden Fall noch zu Ende. Also ich denke, ich schaffe das, dass ich das in einem Livestream mache. Dass wir dann das Finale sozusagen zusammenspielen. Ansonsten werde ich es eh auf meinen YouTube-Kanal packen. Also so oder so, ihr werdet es mitbekommen. Und ja. Ich wünsche euch allen eine geruhsame Nacht. Ich werde mich jetzt auch direkt ins Bettchen hauen und ich hoffe, ich sehe euch alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Gute Nacht.